Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute geht es wieder ums Thema Osterkarten und zwar im Teamgeist. Meine Teammates und ich zeigen euch in diesem Video ganz viele Ideen zu Ostern und zu schönen Osterkarten. Und ich fange jetzt mal heute ausnahmsweise mit meiner Idee an, weil diese Idee habt ihr letzte Woche schon im Video gesehen. Das ist nämlich eine Osterkarte, die man als Osterkarte verwenden kann oder auch als Menükarte, wenn man die einfach auf den Tisch legt und hier das Menü reinschreibt oder so auf den Tisch stellt in so einem kleinen Aufsteller sozusagen, dann kann man das auch super als Menükarte verwenden. Und dieses Video, das verlinke ich euch jetzt mal hier oben, wenn ihr die nachbasteln wollt, diese Karte, dann könnt ihr das gerne machen. Mit so einem kleinen süßen Puschelschwänzchen hier hinten drauf und auch mit der Anleitung, die ihr euch auf meiner Webseite runterladen könnt. Die findet ihr alles in diesem Video und auch nochmal hier oben im Blogbeitrag verlinke ich euch das auch nochmal, damit ihr die Vorlage für den Hasen habt, dann könnt ihr die Karte genauso nachbasteln. Das kann man auch super basteln, wenn man ganz wenig Material hat, also Bastelanfänger ist, dann macht man halt eine einfachere Deko drauf, aber man kann die Hasenform super nachbasteln, auch ohne viel Bastelausrüstung. Genau, das war meine Idee und jetzt zeige ich euch diese wundervollen, tollen Ideen von meinen Teammates. Und ich fange jetzt einfach mal an mit dieser Karte von der lieben Swantje. Das ist eigentlich gar nicht unbedingt eine Karte. Man kann es natürlich als Karte nutzen. Und man kann es ganz wunderschön auch als Deko nehmen, als Frühlingsdeko, als Osterei-Deko sozusagen. Man kann das zum Beispiel öfter basteln, in kleiner und in größer und an Zweige hängen, würde ich sagen, und in der Wohnung irgendwo schön aufstellen. Oder man schenkt es auch einfach als Karte, finde ich auch eine ganz tolle Idee, mit kleinen Tags, die man hier schön unterbringen kann. Und hier muss ich euch zeigen, ist Swantje zu finden bei Instagram unter Stempelküste. Und ganz süß finde ich hier auch, dass hier der Leuchtturm drauf ist und die Möwen. Finde ich voll schön. Und ich finde diese Kartenidee oder Deko-Idee, also das könnt ihr ja handhaben, wie ihr wollt, echt total schön. Ihr habt hier echt ein großes Fach, wo ihr was unterbringen könnt. Was ihr auch machen könntet, ihr könntet das auch als Tischdeko nehmen, würde ich sagen. Und da vielleicht noch so ein kleines Goodie unterbringen. Ist auch total schön, wenn ihr euch das auf die Teller legt oder so. Finde ich, ist das auch eine tolle Idee. Oder wie gesagt, so wie es die Swantje, glaube ich, vorgesehen hat als Deko, an den schönen Zweig hängen, hat man gleich eine totale Frühlingsfreude. Und mit diesen wunderschönen Blumen drauf ist das einfach total schön, oder? Also ich finde das ganz toll. Die Materialliste dazu, die blende ich euch jetzt mal ein. Die hat mir die Swantje nachgeschickt, damit ihr wisst, mit was ihr das alles basteln könnt. Dann kommen wir zur nächsten Kartenidee. Und zwar ist das Ganze von der lieben Andrea. Ich muss nur kurz spicken. Sie hat die Kartengrundkarte gesehen bei Kerstin Wagner, hat sie geschrieben. Ich habe auch eine kleine Karte bekommen. Total süß mit den Herzen. Natürlich mit dem silbernen Kern. Vielleicht war das Absicht, Andrea, ich weiß nicht. Weil ich das immer so gern benutze. Und die Karte, die beiden Karten, die sie uns gebastelt hat, die sind wirklich total schön. Das sind solche Karten, also die kann man ganz flach verschicken. Aber man kann die auch so vor sich hinstellen. So, ich hoffe, ihr seht es gut. Wenn man jetzt mal von oben drauf schaut, wie so Treppenkarten. Ich glaube, es heißt auch so ähnlich, Treppenkarte oder so. Und die Karten sind wirklich wunderschön. Hier ist das tolle Designerpapier im Hintergrund verarbeitet. Schmetterlinge, Blumen, Ostereier, sogar noch geprägt. Also wirklich wunderschön. Ich finde auch, dieser Frühlingsduft liegt in der Luft. Frühe Ostern, das ist einfach eine totale frühlingshafte Karte und wunderschön und jetzt genau das Richtige. Wobei ich stehe ja immer ein bisschen vor. Im Moment liegt bei uns gerade Schnee. Ganz plötzlich, vor 2 Tagen bin ich noch mit kurzer Hose rumgerannt. Aber ja, das ist wirklich eine richtige frühlingshafte Karte. Was ich auch total schön finde, ist, dass die Andrea noch die Kuverte dazu gestaltet hat. Und hier ist die Materialliste. Ich mache es jetzt mal so. Ich hoffe, ihr könnt es noch erkennen. Ein bisschen kann ich noch hingehen. Also ich mache jetzt hier mal nur die Materialliste. Die Andrea findet ihr hier unten. Und die Andrea findet ihr ganz neu auch auf YouTube. Und ich weiß nicht, ob ich es empfehlen darf, aber diese Karte gibt es auch als Video. Schaut doch mal bei Andreas Kartenwerkstatt vorbei. Und sie hat uns die gleiche Karte auch nochmal in einem anderen Farbton gemacht. Auch wunderschön. Ihr könnt es jetzt hier mal im Vergleich sehen. Irgendwie bin ich heute ganz schön nah da. Ich mache es jetzt mal ein bisschen anders. Ich lege jetzt mal die anderen Sachen ein bisschen auf die Seite, dass das besser rauskommt von den Farben her. Das ist eben die gleiche Karte, auch wieder in so einer Aufstelloptik. Finde ich total schön, wirklich.
Wer möchte, könnte zum Beispiel hier auch ein Foto drauf machen, vielleicht von den Kindern, und könnte es Oma und Opa schenken. Als kleine Aufmerksamkeit vielleicht gerade jetzt in diesen Zeiten, wo man nicht mehr persönlichen Kontakt vielleicht zu Oma und Opa haben sollte, aber man könnte ja ein kleines süßes Foto machen, ausdrucken und dann per Karte schicken. Vielleicht ist das auch eine kleine Aufmunterung, und das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Kartenform dafür, finde ich. Ich finde diese Farbkombinationen alle beide wunderschön. Also ich mag natürlich dieses Blütenrosa und dieses Aquamarin total gerne, das passt so gut, aber natürlich auch die schönen Rottöne. Das ist vielleicht nur ein bisschen frühlingshafter, aber beides wunderschöne, ganz, ganz tolle Karten. Und auch hier zeige ich euch die, einmal das tolle Kuvert, passt perfekt dazu. Und die Materialliste, muss ich schauen, dass ich euch die schön ins Bild halte. Halt, noch ein bisschen weiter runter, Fingerschwämmchen sind auch noch dabei. Und wie gesagt, das ist beides von der Andrea. Und finde ich ganz, ganz toll. Also es ist richtig schön zu Ostern, ganz tolle Karten. Die nächste Karte, die ich euch zeigen möchte, ist die Karte von der lieben Ella. Das ist eine ganz, ganz tolle Karte, frohe und gesegnete Ostern. Hier unten mit Designerpapier gearbeitet, oben mit Spruch und bemalten Blumenranken außenrum mit der schönen Taube und innen mit einem tollen Spruch, möge Gottes Segen dich stets begleiten, und mit einer schönen Blüte. Also die Karte finde ich total schön. Was ich auch ganz besonders toll finde, ist diese Kombination aus den bestickten Rechtecken. Das finde ich total interessant. Hier oben, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, ist einmal ein Rechteck in der gleichen Größe hier unten mit Designerpapier. Und hier nochmal ein bisschen kleiner mit der Taube. Und ich finde, das macht das Ganze irgendwie noch, hat noch so einen Clou. Ich finde das ganz toll. Und ja, Ella, ich finde die Karte wirklich schön. Und was ich zuerst gedacht habe, ist, dass du die Blüten und die Blütenranken mit normalen Holzstiften ausgemalt hast. Es steht hier Stampin' Write Marker. Aber ich finde es als Idee ganz gut, dass man auch einfach mal, wenn man eine Blütenranke oder so hat, die mit Holzstiften ausmalt. Ich mag das irgendwie immer gern, mein altes Holzmäppchen rauszuziehen und da die Stifte rauszuholen und mit denen zu malen. Und das wäre natürlich bei so einer tollen Karte auch eine ganz gute Idee. Wenn man so Sprüche hat, die man noch ein bisschen ausmalen kann, oder eben wie hier auf dem Beispiel die Blütenranken. Finde ich sehr, sehr schön. Ist jetzt eher eine schlichte Karte, würde ich sagen. Naja, es ist auch ein bisschen was los. Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Karte mit einem wunderschönen Spruch. Und die gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen Dank, liebe Ella. Und hier habe ich noch die Materialliste für euch, damit ihr seht, mit was sie gearbeitet hat. Die nächsten Karten sind von der lieben Vanessa. Vanessa hat zum einen mir eine Karte geschickt. Die möchte ich euch unbedingt zeigen, weil ich die auch ganz, ganz toll finde. Sie hat mit dem Stempelset gearbeitet, mit dem ich euch auch erst eine Karte aufgenommen habe. Vom letzten Teamgeist sogar. Ich kann es euch mal hier oben verlinken. Das war mit so einer tanzenden Lady. Und damit hat sie gearbeitet. Und ich finde, das ist auch total schön. Es ist ganz Ton in Ton gearbeitet. Also hier hinten mit Designerpapier. Und dann eben alles im Ton gehalten. Nur in Schwarz und Brombeermus. Ich glaube, Brombeermus ist es. Und ja, einfach eine Karte, wo man schön stempeln kann und so richtig Freude dabei hat, wenn man die macht, glaube ich. Ich finde die sehr, sehr schön. Und bedanke mich auch ganz herzlich für deinen lieben Brief, Vanessa. Und jetzt zeige ich euch die Osterkarte oder Frühlingskarte, die sie uns geschickt hat, denn die ist wirklich total schön. Hier außen dran ist eine Banderole und hier oben, Achtung, das sind Paletten. Also man muss ein bisschen gucken, dass man die Banderole in die richtige Richtung aufmacht, nicht, dass man die Paletten wegschiebt. Alles Liebe und viele Grüße steht außen drauf, dann kann man die hier so schön öffnen. Und dann... Tada! Das ist so eine tolle Pop-Up-Karte. Ich finde die Karten wunderschön. Ich habe euch dazu mal eine Anleitung gemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr die hier oben mal anschauen. Wenn ihr sowas nachbasteln wollt und nicht wisst, wie das funktioniert, ist es immer... Ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter rausgehen, dass ihr das besser sehen könnt, damit ich da mal ganz im Bild bin. Bin ich fast ein bisschen zu weit draußen? Muss man mal ein bisschen hin? So. Also die macht man einfach so auf. Und tada, öffnet sich hier mit diesem Mechanismus, seht ihr, wie der zusammenklappt, diese wunderschönen Karten. Und was ich ganz toll finde, ist zum einen, dass die bestickten Rahmen hier wieder verschwendet sind. Ich mag die einfach total gern. Das sind, ich finde, das macht es einfach immer noch ein bisschen, ja, mir gefällt es einfach mit diesem bestickten Rand. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Aber das finde ich total schön. Frühlingsduft liegt in der Luft, frohe Ostern. Zum Osterfest viel Freude, Hoffnung und Sonnenschein. Ich wünsche dir einen fleißigen Osterhasen. Das sind auch total viele süße Sprüche. Und natürlich mit dem Papier ist es einfach perfekt gearbeitet. Also perfekt frühlingshaft und frisch. Und Magnolien finde ich sowieso total schön. Und ich bin mir sicher, euch gefällt die Karte auch total gut. Also das ist einfach der Knaller. Ich finde die total schön.
Und natürlich, ihr wisst es ja vielleicht, ich finde diese Kartenform unglaublich toll. Die hat es mir angetan, schon immer, seit ich die Karte kenne. Also wirklich, Vanessa, ich finde, das ist eine super, super schöne Karte. Das hast du super gemacht und freue mich total, dass ich die zeigen darf. Vielen, vielen lieben Dank. Halt, bevor ich es vergesse. Wir haben natürlich auch hier noch eine Materialliste und die halte ich euch jetzt mal nochmal ins Bild, damit ihr seht, was die Vanessa alles benutzt hat. Finde ich auch ganz interessant wegen den Ostersprüchen, ne? Welche Stempelsets benutzt worden sind. Kleine Wunscherfüller und ja, voller Grüße. Und auch hier, wenn man nicht möchte, dass sich die Karte ein bisschen von alleine öffnet, kann man einfach eine Banderole außenrum machen. Perfekter Tipp, Vanessa, für uns. Dankeschön. Und die nächsten drei Karten sind alle von Nadine und die möchte ich euch jetzt unbedingt zeigen. Die erste Karte, die ich euch zeige, ist hier mit den süßen Marienkäfern. Frohe Ostern, das ist hier embossed auf dem Hintergrund. Sieht ganz süß aus und hier die ganz vielen kleinen süßen Marienkäfer, die sich auf der Blume tummeln und schon mal die österliche Sonne genießen, so stelle ich mir das vor. Finde ich total süß, auch hier innen wieder mit den Marienkäfern gearbeitet. Ups, muss ich scharf stellen, genau. Also eine ganz, ganz süße Karte. Handgefertigt von der lieben Nadine. Und ich zeige euch auch die Materialliste dazu. Einmal die Materialliste und nochmal kurz, wie ihr die Nadine finden könnt. Und finde ich, ist eine ganz süße Karte. Macht wirklich Lust auf Frühling und auch auf Ostern, vielleicht auch sogar auf Garten und Ostereier suchen. Ist irgendwie eine richtig schöne Karte. Und ich habe schon ganz viele Marienkäfer gesehen für dieses Jahr. Finde ich immer super. Okay, die nächste Karte ist eine Karte mit ganz vielen Blumen und natürlich mit diesem süßen Osternest und mit den Ostereiern. Also da ist man auch schon total eingestimmt, um auf die Suche zu gehen. Damit ich es noch rauskriege. Frohe Ostern mit den kleinen Bienchen und schön gestaltet einfach noch innen und auch außen. Hier ist es auch ganz, was ich eine ganz coole Idee finde, ist hier der Hintergrund. Der ist mit Washi-Tape gemacht. Seht ihr das? Also hier hat sie so ein Kreuz im Hintergrund gemacht. Der passt natürlich perfekt zum äußeren Rahmen, zum unteren Grundpapier und das ist mit Washi-Tape gemacht. Finde ich eine super Idee und ich glaube, die meisten von uns haben auch irgendwo Washi-Tape, wo man vielleicht auch so ganz toll mal ein bisschen unterkriegen kann in den Karten. Ich benutze mal fast nie Washi-Tape, obwohl ich einiges habe, aber ja, das ist wirklich eine tolle Idee, die Karte mit Washi-Tape noch ein bisschen aufzupimpen. Hier ist einmal die Materialliste dafür. Und dann habe ich noch eine ganz tolle Karte, um sie euch zu zeigen. Das ist dieser kleine Ostergruß vom Osterhasen. Total süß. Also ihr seht, das ist vom Format her schon mal eine ganz andere Größe. Ich kann euch das mal kurz messen, das würde mich jetzt mal interessieren. 21 cm, wow, das ist ein riesen Farbkarton gewesen. Und ihr seht es vielleicht schon. Ich habe das selber noch nie probiert, aber ich finde es irgendwie schon witzig mit diesen Wobblern oder wie heißt es? Ich weiß es gar nicht so genau, aber es ist schon nett. Also man muss da schon rumspielen. Hier mit Schäfchen, Häschen und mit dem kleinen Entchen. Mit den Mohnblüten im Hintergrund, also auch frühlingshaft. Ein kleiner Ostergruß vom Osterhasen. Finde ich total süß. Ganz eine schöne Karte. Und auch hier innen drinnen wieder schön die Innenseiten auch gestaltet. Das gefällt mir immer sehr gut. Und auch hier gibt es eine Materialliste für euch. Vielleicht steht ja jetzt hier drauf, ich halte euch das mal vorsichtig ins Bild, dass ich nicht wackel. Wie diese Dinger da heißen, wo man da unten reinmachen muss. Steht jetzt nicht drauf, aber ich glaube Wobbler oder so heißen die. Oder so eine Spirale ist das, wo die dann so ein bisschen so wackeln und springen vorne drauf. Also wirklich drei ganz, ganz tolle Karten. Und ich möchte ganz, ganz herzlich danken für diese tolle Osterinspiration, liebe Nadine. Ich finde es total schön. Und ich finde es auch wieder toll, wie unterschiedlich die ganzen Karten sind. Ich versuche jetzt alle reinzulegen und dann mache ich nochmal einen kleinen Schlusssatz. So ihr Lieben, ihr könnt jetzt hier nochmal die ganzen wunderschönen Karten sehen. Ich hoffe, es sind ganz viele tolle Osterinspirationen für euch dabei. Ich finde es immer schwierig, eine Inspiration für eine schöne Osterkarte zu haben. Und deswegen freut es mich total, dass meine Mädels hier so schön mitgemacht haben und für euch auch so tolle Inspirationen gegeben haben und natürlich auch für mich. Ich finde es einfach toll. Und ich finde, es sind super Ideen und freue mich über jede einzelne Karte. Ich hoffe, ich konnte euch auch Inspiration geben und wer Lust hat, kann natürlich gerne ein paar Osterkarten verschicken und verschenken. Gerade an die Menschen, die jetzt gerade so für unser tägliches Wohl da sind und
ja, wirklich ein Dankeschön verdient haben. Vielleicht ist so eine kleine Osterpost oder eine kleine Dankeskarte an der Stelle genau das Richtige. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt und dass ihr, ja, dass wir vielleicht alle zusammen mit einer kleinen Dankeschön-Karte oder mit einer kleinen Osterkarte ein paar Menschen einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Und ich wünsche euch auch ganz viel Spaß beim Nachbasteln von diesen wunderschönen, vielen, tollen Inspirationen zu Ostern und freue mich auf euch bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, ich hätte es beinahe vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns gerne einen Daumen hoch geben. Wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert einfach den Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!